Hey Freunde, ich habe wieder Fragen am Handy. Wir machen Bernd, was hältst du von? Viel Spaß. Also, erste Frage. Was hältst du von Bits mit Low, Klammer auf, Medium oder High Port? Okay, also was halte ich generell von Kandaren, nehme ich an, mit den Aussparungen, Mundstücke, Lowport, Highport und so weiter. Grundsätzlich ist für mich das Gebiss eigentlich der Schlüssel, der ins Schlüsselloch passen muss. Und Schlüsselloch besteht aus Pferdemaul, Kieferposition, Bauart des Pferdes, also einen langen Maulspalt, kurzen Maulspalt und so weiter, wie sind die Zähne angeordnet und. Und aber auch ganz wichtig, die Hand des Reiters. Weil, ich kann euch aus Erfahrung sagen, zu meiner Reining-Zeit, als ich für einen Roy Sharp gearbeitet habe, bin ich mit einem Sweetwater Bit geritten und der Roy mit einem Lowport. Und meine Pferde sind mit meinem Sweetwater super gelaufen, seine mit seinem Lowport super gelaufen. Und dann haben wir einfach mal die Pferde getauscht. Und seine Pferde sind mit ihrem Gebiss, also mit dem Lowport, mit meiner Hand dran nicht so gut gelaufen. Und meine Pferde sind mit dem Sweetwater mit seiner Hand dran auch nicht so gut gelaufen. Und dann haben wir einfach die Gebisse gewechselt und seine Pferde haben mein Gebiss gekriegt mit mir um drauf und umgekehrt und siehe da, es läuft. Also grundsätzlich für mich ein Hinweis, dass immer die Hand des Reiters so ein kleines bisschen mitentscheidend dazu beiträgt, wie mein Pferd auf ein Gebiss reagiert. Nicht ausschließlich nur, aber es ist schon ein großer Teil. Grundsätzlich bin ich schon Kandarren-Fan, wenn die Pferde dementsprechend ausgebildet sind dafür. Vielleicht an dieser Stelle wieder ein alter Tipp, den ich immer wieder anbringe. Wenn ihr wissen wollt, läuft mein Pferd in der Kandare oder ist es soweit, dass ich umstellen kann, nehmt einen Sternzwirn, also einen Bindfaden, macht euch Zügel aus diesem Bindfaden und reitet euer Pferd mit diesen Bindfadenzügel in einem Snaffle-Bit. Gibt das schön nach links, rechts, lässt es sich schön beizäumen, habe ich Schritt, Trab, Galopp, mein Pferd unter Kontrolle. Am Bindfaden, dann kann ich durchaus umstellen auf eine Kandare. Muss ich arg viel ziehen, arg viel halten, machen, tun, dann ist eine schlechte Idee für Kandare. Dann gehört ein bisschen mehr oder bessere, nicht mehr Ausbildung, sondern bessere Ausbildung in mein Pferd. Grundsätzlich nicht Pferd scheiße, Gebiss schärfer, sondern Pferd besser, dann Gebiss schärfer. Also ein besser laufendes Pferd nehme ich lieber in ein schärferes Gebiss, weil ich halt noch weniger noch besser reiten kann, als dass ich ein Pferd halt mit Gewalt dazu zwinge, dass er macht, was ich sage. Mit kurzen Worten, mit meinen Worten erklärt. So, nächste Frage. Bernd, was hältst du von ohne Sattelreiten? Schwieriges Thema. Ohne Sattelreiten grundsätzlich finde ich gut. Es kommt aber immer darauf an, wer es macht. Weil, wenn die dann draufhängen, wie wenn du einen Affen auf einen Ball klebst, dann wird es schon schwierig fürs Pferd, weil die Knie schließen und alles ist rutschig und war und hu und hey. Logisch, jeder muss irgendwann mal anfangen, wenn er irgendwie ohne Sattel reiten will, muss, wie auch immer man das nennen mag. Aber da würde ich dann sagen, meine persönliche Meinung, es wäre cool investiert, wenn es einfach mal in einen Voltigierstall geht und sagt, hey, kann ich bei euch ein paar Stunden nehmen, ein bisschen Unterricht, was auch immer. Also ich glaube, dass gut wäre, wenn man nicht einfach drauf und juppie und dann fällt halt mal einer runter, das mal vorausgeschickt. Dann, ohne Sattelreiten, hat einen großen negativen Punkt und zwar betrifft es vor allem die Fraktion, die eher dünn ist. Eure Sitzbeinhöcker haben ganz viel Druck. Und der Sitzbeinhöcker bringt Druck in die Rückenmuskulatur von meinem Pferd. Das heißt also, regelmäßiges, übertriebenes Reiten ohne Sattel macht durchaus meinen Pferderücken auch kaputt. Da würde ich dann eher zu einem Bareback-Pad, das halt die Druckspitzen wegnimmt, raten. Macht euch da ein bisschen schlau. Es gibt sehr viele Bareback-Pads mittlerweile und diese Sättel, die keine sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber schaut da wirklich, dass ihr was kriegt, das keine oder nur wenig Druckspitze überträgt. Das heißt, wenn ich meine Hand da drunter lege und drücke mit dem Daumen richtig oben drauf, sollte unten eigentlich möglichst nichts ankommen. Alles, was auf dem Pferderücken drückt, ist natürlich aus meiner Sicht kontraproduktiv und würde ich nicht machen. Man kann das immer wieder mal draufsetzen, eine Runde drehen, da ist nichts kaputt, alles gut, alles super. Aber regelmäßig ohne Sattel reiten würde ich schon schauen, dass ich ein bisschen was unterlege und meine Sitzbeinhöcker mein Pferd nicht schädigen. Eine Frage machen wir noch. Einen habe ich noch. Bam, bam, bam.
Das ist auch cool. Bernd, was hältst du von Horse Speak? Achtung, was ist Horse Speak? Bitte schreibt mir, was Horse Speak ist. Ich stelle mir in erster Linie mal vor beim Hobbyhorsing, wenn ich mein Steckerl halte, dass ich unterwegs bin und mache. Aber wahrscheinlich liege ich da falsch. Also klärt es mich auf, dann nehme ich die Frage gerne nochmal mit. Was hältst du von, oh, das ist gut, das ist super. Was hältst du von Überzüchtung verschiedener Pferderassen? Achtung, Seitenhieb für den Bernd, zum Beispiel Quarter Horse. Als absoluter Quarter Fan, schwierige Frage. Aber ja, du hast recht. Muss ich ohne Zweifel tatsächlich eingestehen. Das, was da teilweise unterwegs ist, ist tatsächlich kaputt gezüchtet worden. Wir haben angefangen bei den ganzen genetischen Krankheiten, die wir ja erfolgreich schön etabliert haben. Super. Haben wir natürlich auch Pferde mit einem viel zu schwachen Fundament und. Also ich persönlich sehe es ebenfalls tatsächlich als Problem, aber nicht nur in der Quarterhouse-Welt, sondern generell. Du hast zum einen teilweise Granaten, die gezüchtet wird, da brauchst du einen Waffenschein dafür, da kann kein normal sterblicher Mensch mehr damit umgehen, weil die so hoch elektrisch gezogen sind, dass es wirklich schwierig wird, gerade in der Dressurwelt zum Beispiel. Und dann hast du natürlich gebäudetechnisch Schäden dran, wo du sagst, boah, hey, Alter, da zum Beispiel der Quarab, es gibt ganz viele Leute, die ja Quarabs reiten. Ey, ich weiß nicht, ob alle so ausschauen, aber ich kann da auf der Stelle 15 Quarabs herstellen, da kannst du nur noch davonlaufen. Das ist unglaublich, was die für scheiß Gebäude haben. Krass, werden aber geritten. Und dann wundern sich die Leute, weil es halt schwierig ist, reittechnisch da mal ein Pferd wirklich versammelt zu kriegen. Mag vielleicht auch Quarabs geben, die gut ausschauen, aber also vom Gebäude her, aber ich kenne jetzt sehr wenige davon. Also ist auch so ein bisschen, lass uns doch mal das mit dem kreuzen und das mit dem, hey, und dann hätte ich noch einen Affen gefunden, den könnten wir auch mit reinhauen. Weiß ich nicht, ist jetzt auch nicht so mein Ding. Ich wäre der Meinung, dass man halt viel schaut, dass die stabile Knochen, stabile Gelenke haben und halt ein korrektes Gebäude. Also ich persönlich bin da auf die alten Ranch-Horse-Linien, wo ich sage, es müssen stabile Pferde sein. Da kann man mal was Modernes mit reinkreuzen, logisch. Aber ja, ich bin jetzt nicht so der moderne Pferdetyp, höher, schneller, weiter, sondern ich bin eher die andere Fraktion, so wie wir es früher gehabt haben. Das war schon cool. Wir haben auf unsere Pferde Kilometer zurückgelegt und wirklich sportliche, bewegliche Pferde gehabt, die halt den Sport da wirklich ausgehalten haben. Aber ich glaube, überall, wo sich der Mensch einmischt, wird es schwierig. Ich habe mal, das fände ich eigentlich, vom Grundprinzip fände ich es eine gute Idee, widerspricht aber dem, was ich gerade gesagt habe, weil eigentlich müsste man eine Association gründen und die heißt dann, keine Ahnung, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, Arbeitspferde e.V., und dort werden nur Pferde registriert, die stabile Knochen haben, die stabiles Gebäude haben. Das darf ein Haflinger sein. Das dürfen, wurscht was, sucht da was aus. Die dürfen ein gewisses Stockmaß nicht überschreiten, dass wir nicht dann die nächsten Reitelefanten haben mit einem 6,50 Meter Stockmaß, die kein Mensch mehr irgendwo hinbewegen kann. Aber ein gewisses Stockmaß, stabile Knochen und, wichtig, das wäre für mich eigentlich das Kriterium, dass die Pferde dort eingetragen werden. Man muss von den Pferden aus einen Trail reiten können, Extreme Trail machen können, ropen können, einmal ein Fass irgendwo durch die Gegend ziehen. Die müssen eine Kutsche ziehen können. Und wenn es auch nicht weit ist, einfach ein bisschen anfahren, dass die das Nervenkostüm mitbringen, dass die an der Kutsche laufen. Und dann dürfen die dort eingetragen werden und dort mit diesen Pferden gezüchtet werden. Ich glaube, also so den Gedanken, der ist vielleicht nicht ganz ausgereift, aber ich glaube, das könnte uns wirklich wieder gute, stabile, ich sage jetzt einfach mal Ranch-Pferde geben, weil ich kenne Pferde, Murchesen zum Beispiel, Criollos, Quarter, Haflinger. Ich kenne richtig geile Haflinger, richtig cool, die man wirklich für alles brauchen kann. Gut wäre, wenn man da wieder irgendwie, ja, nicht eine neue Rasse bildet, aber halt wirklich einen Verband macht, wo man sagt, Mensch, vielleicht hat ja der ein oder andere eine Idee und auch die Möglichkeiten. Ich habe leider nur die Idee und nicht die Möglichkeit, vor allem zeitlich. Ich suche die nächste Frage. Eine machen wir noch. Bam, bam, bam. Bernd, was hältst du von Longieren am Gebiss? Gute Frage. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ist ein No-Go. Macht man auf gar keinen Fall. Doch, wir machen das schon. Ich mache das zum Beispiel so wie in der klassischen Reiterei über eine Kopflonge bei manchen Pferden. Ich mache das bei anderen Pferden übers Dreieck. Die Longierleine geht vorne rein, wird hinten am Longiergurt festgemacht, damit mein Pferd ein bisschen Biegung kriegt.
Ich glaube, es ist gar nicht so die Frage, Bernd, was hältst du von Longieren am Gebiss, sondern die Frage sollte lauten, Bernd, was hältst du davon, wenn ein Depp einfach irgendwas an der Longe macht und dabei halt einen Haken am Gebiss hat? Das, glaube ich, ist die bessere Frage, weil davon halte ich nichts. Wenn jemand mit seinem Pferd umgehen kann, wenn jemand weiß, wie man es macht, wenn jemand das Know-how mitbringt, wenn jemand das ordnungsgemäß und verantwortungsvoll durchführt, finde ich das gut. Wenn einer sagt, ich habe eine gute Idee, ich probiere jetzt mal was aus, dann finde ich das eher kontraproduktiv. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir auf für heute. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns in einer anderen Folge. Ciao.